meinem neuen Video. Heute geht es wieder um mein Lieblingsthema und zwar um Schuhe. Ich habe wieder zugeschlagen und zwar erkennt ihr die, wenn ihr die jetzt gleich seht, weil ich habe dieselben mir schon in Schwarz geholt. Vor ein paar Wochen habe ich sie euch schon hier präsentiert und wir sind die in Blau einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen und deswegen habe ich mir die jetzt auch noch in Blau geholt. Was soll ich machen? Die waren einfach auch so schön und dann musste ich die auch einfach kaufen. Und zwar geht es heute wieder um Schuhe von der Marke Socks. Ja, wieder Schuhe von der Marke Socks. Wie auch schon die letzten Male, aber ihr wisst, ich bin begeistert und hier sind sie, die wunderschönen Stiefeletten in der Farbe Icy Blue. Ich hole sie gleich mal raus. So, hier haben wir die zwei wunderschönen Schuhe. Lasst sie erstmal auf euch wirken. Und auch dieses wunderschöne Paar Schuhe ist einfach wieder so unfassbar außergewöhnlich, dass ich sie einfach haben musste. Auch wenn sie quasi dieselbe Farbe haben wie die, wo ich ja damals euch schon gezeigt habe, die wo nur so ein bisschen weiter runter gehen, also nur ein bisschen höher als der Knöchel, sind die jetzt ein bisschen weiter höher und haben jetzt mit Schnürung. Aber die sind wieder so, also von der Farbe her sind sie ähnlich, kann man sagen. Ich finde die einen Ticken heller, wenn man die beide so ein bisschen miteinander vergleicht. Aber auch wunderschön. Die Farbe heißt Icy Blue und es ist wirklich Icy Blue, eisiges Blau. Weil wenn man den Schuh genau anguckt, dann glitzert der und glänzt der wunderschön. Er ist in so einem silbrigen Ton mit einfach so Blau gemischt und Grau. Das ist einfach eine Farbe, die so unfassbar ungewöhnlich ist. Und daher den Schuh auch total außergewöhnlich macht und auch mega Hingucker wieder ist. Ja, und beginnen wir mit den Details. Also ihr seht, die Lasche bzw. Zunge, wie ich es nenne, ist bespickt mit Glitzer. Der Glitzer zieht sich wieder von hier oben bis hier runter. Und hier sieht man den Glitzer einfach nochmal einen Ticken mehr als bei den schwarzen. Hier ist der Glitzer auch mit Silber und Blau gemischt. Also richtig schön. Wie mein Lidschatten, den ich habe. Das ist mir gleich aufgefallen. Also richtig toll. Und hier steht auch wieder EST Brand 98 von Socks, also wieder die Marke. Aber diesmal einfach in diesem Icy Blue, nicht in Schwarz. Und ansonsten, genau wie der andere, auch hier 8 Löcher an der Seite. Auch die Schnürsenkel sind wieder genauso lang. Also ich verlinke euch oben auf jeden Fall in der Infocard das andere Video zu den Schuhen. Dann könnt ihr die auch mal angucken. Und diese haben ein Kunstlederfell auch in diesem Icy Blue Ton. Also auch passend zu dem Schuh einfach so ein helles Blau, wo total flauschig ist und einfach wieder hier oben an der Zunge. Geht nicht bis ganz rein, also die Schuhe sind nicht gefüttert, aber ich finde, die halten trotzdem richtig gut warm. Und es sind auch Kunstlederschuhe, also keine Echtleder, sondern wirklich Kunstlederschuhe. Und ja, aber dennoch richtig toll. Die Sohle ist wieder schwarz, wie auch bei dem schwarzen Schuh. Wie gesagt, finde ich richtig gut, weil dann werden die auch nicht so schnell dreckig. Auch die Umrandung wieder komplett schwarz und die Absatzhöhe ist auch wie bei dem anderen Schuh angenehm hoch. Man kann die Schuhe lange tragen und sie sind trotzdem immer noch bequem. Und der Schuh habe ich wieder in 37 geholt, weil, wie gesagt, Socks hat keine Größe 36 und daher 37. Aber mit der Schnürung kann man einiges bewirken. Und was natürlich auch gut ist, man muss den Schuh nur einmal schnüren. Und dann hat man eben hier an der Seite den Reißverschluss, mit dem man ganz einfach den Schuh an- und ausziehen kann. Super easy, super schnell, was ich auch gut finde. Vor allem jetzt im Winter hat man dann nicht immer Bock, sich da groß mit der Jacke noch zu bücken, wenn man die schon anhat und dann noch hier rumschnüren. Sondern man kann wirklich richtig schnell in den Schuh reinschlüpfen. Und hier hinten ist auch wieder Socks drauf gelasert, was hier natürlich noch mal ein bisschen mehr zur Geltung kommt, weil es eben in schwarzer Schrift ist auf diesem Blauton und daher einfach noch mal ein bisschen mehr raussticht. Genau, ansonsten hat er hier wieder diese Lasche, wo man einfach verstellen kann in verschiedenen Größen, je nachdem wie breit der Fuß ist und einfach wieder hier diese schwarze Schnalle an der Seite. Genau, ansonsten die Schnürsenkel habe ich ja vorhin schon gesagt. Die sind in so einem gräulichen Ton. Nicht ganz blau, sondern eher ins Gräuliche. Darum stechen sie ein bisschen mehr raus. Und dann einfach hier wieder überall Socks stehen. Man kann die wieder bis ganz nach oben schnüren. Aber mache ich nicht, weil ich es so einfach am besten finde, auch für mich. Dann sind sie nicht ganz so eng. Ja, und ansonsten einfach total detailreich. Einfach diese Hingucker ist diese Zunge hier, die einfach komplett mit Glitzer
verziert ist und das einfach bei dem Blau noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt als bei dem Schwarzen. Ja, und wirklich richtig, richtig toll. Die Farbe ist einfach unfassbar schön. Und auch diese Schuhe haben 79,95 gekostet. Wie gesagt, wenn man Glück hat, dann hat man immer wieder Aktionen. Gerade jetzt in die Winterzeit rein gibt es immer wieder Rabatte. Und ja, daher kriegt man die auch oft billiger. Ich habe sie auch günstiger bekommen. Ich habe es auch in einer Aktion gekauft. Aber ja, also man muss auf jeden Fall immer wieder reinschauen. Und dann bekommt man die Schuhe auch etwas günstiger. Ja, wie auch die anderen finde ich die natürlich wieder unfassbar schön. Super gut kombinierbar mit blauen Hosen. Ich liebe das einfach zu Jeans, die Schuhe anzuziehen. Die Jeans passt auch perfekt oben in den Schaft rein. Also diese Schaftweite ist wirklich super gut. Und wie gesagt, man kann sogar ganz nach oben schnüren. Aber ich denke, dann werden die trotzdem noch gut reinpassen. Aber ich finde es halt schade, wenn man sie wirklich ganz nach oben schnürt, dann sieht man einfach den Teil nicht mehr so gut, wie er jetzt rauskommt. Und so finde ich es einfach genau richtig. So, meine Lieben, und jetzt habe ich euch genug über den Schuh erzählt. Jetzt werde ich ihn euch für euch anziehen und dann werdet ihr ihn nochmal im Nahen sehen. Somit wären wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ihr habt wieder einen wunderschönen Schuh von mir präsentiert bekommen in der Farbe Icy Blue. Er hat 79,95 gekostet in der Größe 37 von der Marke Socks. Super außergewöhnlich, super schöne Farbe, mega gut zu kombinieren und einfach ein richtiger Hingucker. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren. Ich schalte auch wieder am Sonntag um 12 Uhr an. Bis dahin, sage ich tschüss.